Da ist der Dieter. Oliver, Christian, da ist euer Coach, der Dieter. Ich wollte euch heute ja live coachen, heute an diesem Silvestertag, wo ihr die Silvesterfolge, vielleicht sogar eine Silvestergala aufnimmt, schauen wir mal. Leider ist es nicht möglich, das tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe familiäre Verpflichtungen, ich befinde mich gerade in Südspanien und da ist die Familie, das läuft anders als wie bei uns, da kann man sich familiären Verpflichtungen nicht so leicht entziehen. Darum schaffe ich es leider nicht, bei euch eine Aufnahmesession dabei zu sein. Aber das macht nichts, weil ich bin überzeugt davon, dass ihr zwar das heute wunderbar allein ohne mich hinkriegen werdet. Euer Thema ist Masters, hat mir der Uli schon verraten, Masters of the Universe. Die finde ich prinzipiell super gut, die taugen mir. Ich bin selber ein Kind der 80er und somit mit Masters aufgewachsen. Habe selber Figuren gehabt und habe die jetzt auch wieder mal ausgegraben und wollte es meinen Kindern geben. Die hat es aber überhaupt nicht interessiert. Gar nicht, nämlich genau null. Und so ist es mit den Sachen, was man selber als Held empfindet oder was für einen ein Held ist, ist für den anderen ein Stück Plastik. So ist es leider. Aber gut, nichtsdestotrotz bin ich voll dabei, wenn sie sagt, lass mal die Masters wieder mal ein bisschen aufleben, unbedingt. Nichtsdestotrotz, Masters waren in ihrer Zeit großartig, heutzutage schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es mit dem Film geht, mit dem Noah Centineo, den ich gehört habe, und mit einer neuen Zeichentrickserie, die kommt. Da bin ich sehr gespannt darauf. Jo, ich hätte mich heute wirklich auch schon adjustiert für einen Podcast, weil ich habe ja gesagt, ich finde das ja immer spannend, wenn im Podcast erzählt wird, was man gerade so gemacht hat, vorher, was man anhat. Ich habe heute mich angezogen mit einem T-Shirt mit einer lustigen italienischen Schrift. Die hätte ich vorgelesen, aber das tue ich jetzt natürlich nicht. Und mit einer Sonnenbrille. Ich werde euch nur ein Foto schicken, damit ihr wisst, dass das wahr ist. Eine Sonnenbrille, die ich gekriegt habe, wie ich bei der Weinlese im Kremstal bei einem lieben Freund ausgeholfen habe. Und somit ist es jetzt, also jeder, der bei der Lese mitgeholfen hat, als Erntehelfer, hat so eine Brille gekriegt. Und das ist jetzt meine Lesebrille. Die habe ich heute auf. Weil, und das habe ich vergessen zu sagen, es ist in Spanien ein Wetterchen, da kann man zwei draus machen. Ein Tag zum Sonneputzen sozusagen. Ich stehe ja gerade in der Natur, ihr hört es vielleicht am Wind. Ich hoffe, der tut nicht zu sehr ins Mikro reinblasen. Jedenfalls haben wir 25 Grad und ich stehe im kurzen Leiberl umherum. Es ist wunderbares Wetter, es ist überhaupt nicht kalt, obwohl wir auf 800 Meter sind, es ist wunderschön. Drum verbringe ich heute einen guten Tag im Süden Spaniens, ihr verbringt einen guten Tag vor den Mikrofonen und ich freue mich schon sehr, wann ich die Folge hören kann. Liebe Grüße und macht's es gut, Jungs, bis zum Feedback. Servus! Da ist der Dieter.